Die nächste Geschichte stammt von C. Karl Weiß, in einem geschrieben. Mit richtigem Namen hieß der Herr Karl, getrennt Weiß. Lebte von 1850 bis 1901. Er war Beamter und Sie werden es nicht glauben, so wie Pötzl war auch er Eisenbahnbeamter. Er hat Romane geschrieben, Erzählungen, Theaterstücke für das Deutsche Volkstheater und hier vor allem für Schauspieler, berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler wie die Helene Odilon und den Alexander Girardi. Seine Geschichte trägt den Titel »Die Schand«. Lange genug hatte die Resi geschwankt. Nun war sie zu einem Entschluss gelangt. Sie wollte sich dem einstimmigen Wunsch ihrer Familie fügen und Frau Steußinger werden. Schweren Herzens ging sie ins schöne Zimmer zu ihrer Gnädigen und kündigte dieser die getroffene Entscheidung an. Die Frau Majorin, bei welcher Resi seit nahezu 10 Jahren als Mädchen für alles diente, nahm die Meldung Resis mit der im Interesse ihrer Würde gelegenen Ruhe entgegen, aber aus ihrer Antwort klang doch etwas von dem Missvergnügen heraus, das sie bei dem Gedanken an den bevorstehenden Wechsel empfand. »Ich rede Ihnen gewiss nicht ab, meine Liebe, denn Sie sind kein Kind mehr und müssen am besten wissen, was Sie in einer so wichtigen Lebensfrage beschließen sollen. Aber eines rate ich Ihnen, weil ich es gut mit Ihnen meine. Übereilen Sie nichts. Sehen Sie sich den Mann, den Sie heiraten sollen, gut und genau an. Prüfen Sie sein Herz und seinen Charakter, denn so ein Bräutigam zeigt oft ein ganz anderes Gesicht als später der Ehemann. Und wenn Sie einmal Ja gesagt haben und der Herr Pfarrer seinen Segen dazu gegeben hat, dann kommt alle Reue zu spät. Das Heiraten ist ein Lotteriespiel und Sie wissen, wie selten gerade die Nummern herauskommen, die man gesetzt hat.« Resi beantwortete diese lange Rede ihrer Herrin mit dem üblichen Tränenstrom, welcher der Besprechung einer so ernsten Angelegenheit gebührt. Unter Schluchzen zog sie den Brief hervor, den sie von ihrer Tante in Oberhollerbrunn, der Familienältesten, erhalten hatte, in welchem Schreiben die würdige Muhme in gedrängter Kürze alle jene Gründe aufzählte, die für die geplante Verbindung ihrer Nichte mit dem Fleischermeister Herrn Egidius Steußinger sprachen. Erstens war der genannte Freier ein gesetzter Mann in den besten Jahren. Zweitens besaß er ein schuldenfreies Haus und ein gutgehendes Geschäft. Drittens hatte er mit seiner ersten Frau wie die Engel im Himmel gelebt. Viertens benötigte seine Wirtschaft dringend einer tüchtigen Hausfrau. Und fünftens hatte er zugesagt, seine Tochter einem Sohn der besagten Frau zu geben, wenn Resi ihn heiraten würde. Und sechstens war ganz Oberhollerbrunn in dem Gedanken einig, dass gerade Resi die geeignetste Frau für diesen vortrefflichen Witwer und Fleischhauer sei. Einer so festgeschlossenen Kette zwingender Gründe vermochte Resi sich umso weniger zu entziehen, als sie seit 3 Wochen ganz ohne war. Denn ihr Korporal war mit seinem Regiment nach Sarajevo gezogen und Bosnien ist weit. Oberhollerbrunn aber nah. Ein sicherer Fleischhauer muss einem vernünftigen Mädchen am Ende doch lieber sein als ein ungewisser Korporal im Türkischen. Dagegen wusste auch die Frau Majorin nichts Wesentliches ins Felde zu führen und Resi erhielt den erbetenen 3-tägigen Urlaub, den sie dazu benutzen sollte, ihren Bräutigam wenigstens anzuschauen, wie der den Schluss des Schreibens der würdigen Tante bildende, gewiss billige Vorschlag lautete. Resi kam nach Oberhollerbrunn, sah und wurde besiegt. Als glückliche Braut kehrte sie nach Ablauf ihres Urlaubs zur Frau Majorin zurück, der sie nicht genug erzählen konnte von dem herzlichen Empfang, den sie gefunden und dem geradezu glänzenden Verlobungsschmaus, den ihr Zukünftiger auf eigene Kosten angerichtet hatte. In ihrem durch die begreifliche Aufregung allerdings ein wenig unklar geratenen Bericht spielten namentlich ein prächtig aufgegangener Gugelhupf und ein Gansel mit Gurkensalat
hervorragende Rollen. Rechnete man hinzu, dass die Tante vor Rührung geweint, vier Mann der Feuerwehrmusik einen schönen Trauermarsch, ihr einziges Konzertstück, geblasen und ganz Oberhollerbrunn neugierig zum Fenster hereingeblickt hatte, so wurde es begreiflich, dass Resi seit dem Tag ihrer Rückkehr von dem altehrwürdigen Recht verliebter Köchinnen, die Speisen zu versalzen, den ausgiebigsten Gebrauch machte. Und auch Petroleum in den Waschtrog und Waschblau in die Lampen goss. Allein, wenn sie sich für Oberhollerbrunn entschieden hatte, weil es näher als Sarajevo gelegen ist, so schien diese geografische Begründung ihrer Gefühle, sich plötzlich an ihr rächen zu wollen. Die Alser-Kaserne lag ihr ja zweifellos noch näher als Oberhollerbrunn. Und in diese Alser-Kaserne war seit einigen Wochen ein anderer Korporal eingezogen, der seinen bosnischen Kameraden in herzbeklemmender Weise bis auf den kühn aufgewichsten Schnurrbart und eine interessante Vorliebe für Schinkenknödel mit Kraut glich. Der einzige Unterschied zwischen ihm und dem Verwichenen bestand in der Farbe der Aufschläge. Ein zu unwesentlicher Unterschied, als dass er Resis Herz hatte abhalten können, in unbewachten Augenblicken des Nudelteigwalkens oder Abwaschens Vergangenheit und Gegenwart der Alser-Kaserne zu verwechseln und dem hechtgrauen Korporal jene Gluten zu widmen, die sein kirschroter Vorgänger zu entfachen so meisterlich verstanden hatte. Resi war zu stolz, um ihre Gefühle zu verheimlichen. Sie war Mädchen für alles, nicht für alle. Kurz entschlossen entschied sie den schweren Kampf zwischen Pflicht und Liebe zugunsten der Letzteren und schrieb an die Tante, dass sie, so leid es ihr auch tue, ihr gegebenes Wort zurückziehen und dem Fleischhauer und Witwer einer anderen überlassen müsse. Oberhollerbrunn möge ihr verzeihen, sie könne nicht anders handeln. Nun war sie frei. Nur wer das Glück einer reinen Liebe und den Frieden eines befreiten Gewissens kennt, wird die Seligkeit nachempfinden können, mit welcher Resi an dem Abend, welcher der Absendung dieses Schreibens folgte, ihren Korporal unter dem Haustor erwartete. Und er kam. Tage reinsten Glückes folgten. Da brachte der Briefträger eines Nachmittags ein rekommandiertes Schreiben an die wohlgeborene Freilin Resi Stamhofer bei der Frau Majorin in Wien. Nicht ohne Bangen unterschrieb Resi das Rezipis und öffnete das Kuvert, welches mit beängstigender Deutlichkeit den Poststempel Oberhollerbrunn zeigte. Die Grausamkeit ihres Vorgehens gegen den verliebten Witwer und Fleischhauer trat ihr mit einmal vor die bangende Seele. Wie tief hatte sie den guten Mann gekränkt, wie schlimm das Festessen belohnt, das er um ihretwillen gegeben hatte. Welche Vorwürfe mochte dies Schreiben enthalten? Wer weiß, vielleicht kündigte er ihr an, dass er sich ein Leid antun wolle, da er ohne sie nun einmal nicht leben könne. Ein Schauer überlief sie. O Korporal, deine Liebe ist teuer erkauft. Lange wagte sie nicht, den Brief zu entfalten. Erst ein Prasseln auf dem Herd und ein scharfer, brenzliger Geruch, der sich in der Küche verbreitete, rissen sie aus ihren trüben Fantasien auf. Die Milch war übergegangen und angebrannt. Sie rückte den Topf vom Feuer und reinigte die Herdplatte, aber sie tat es nur mechanisch. Auch auf die Vorwürfe der alsbald herausgeeilten Frau Majorin hörte sie nur mit halbem Ohr. Was galt ihr dieser unbedeutende Zwischenfall gegen das furchtbare Schicksal, das vielleicht in jenem Brief lauerte? War es jetzt Zeit, an Nichtigkeiten mit dem Nachmittagskaffee zu denken? Endlich entschloss sie sich doch, den gefürchteten Brief zu lesen. Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht. Er kam von ihm, von dem Verlassenen. Was hatte er zu sagen? Sie las. An, wohlgeboren und so weiter wie auf dem Kuvert.
Rechnung. Ein Gugelhupf, ein Gulden 24 Kreuzer. Gebäck, ein Gulden 62 Kreuzer. Die Gans, mitsamt den Salat, 2 Gulden 30 Kreuzer. Wein und Bier, 2 Gulden 12 Kreuzer. Für die Musikanten, 96 Kreuzer. Die Schand, 10 Gulden. Macht alles 19 Gulden 24 Kreuzer. Was Sie mir gleich schicken sollen für das, dass aus uns wegen Ihnen nichts worden ist. Achtungsvoll, Egidius Stoissinger. Wenn Sie mir das Geld nicht bald schicken, muss ich's einklagen, tut mir sehr leid, wo alle im Ort mir ganz recht geben. Achtungsvoll. Der Brief war ihren Händen längst entfallen und noch immer starrte Resi vor sich hin ins Leere. Was in jener Stunde ihren Busen bewegte, hat nie ein Sterblicher erfahren. Als es Abend geworden war, trat sie wieder vor ihre Gnädige und kündigte dieser in aller Form den Dienst. In 14 Tagen wolle sie gehen. »Nach Oberhollerbrunn?« fragte die Herrin verwundert. Sie hatte durch die allwissende Hausbesorgerin von den trauten Plauderstündchen Resis und des Hechtgrauen unter dem Haustor erfahren und das Heiratsprojekt als aufgehoben oder doch aufgeschoben betrachtet. Resi nickte. »Ich muss ja«, seufzte sie herzzerbrechend. »Oh, und warum müssen Sie?« Statt aller Antwort reichte ihr Resi die Rechnung des verlassenen Bräutigams. 10 Gulden soll ich zahlen. Für die Schand. Also lieber heirate ich ihn«, schluchzte sie unter hervorquellenden Tränen. »Also das soll kein Mensch von mir sagen, dass ich ein Schandgeld hab zahlen müssen.« Und dabei blieb sie. Der Hechtgraue erhielt den Abschied. Die Pflicht und Oberhollerbrunn hatten gesiegt.